Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch heute haben wir leider wieder eindrücklich zu hören bekommen, wie die AfD versucht, uns hier vorzuführen. Aber ich sage Ihnen eins, wir als Union brauchen uns von Ihnen beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft nicht vorführen lassen. Das tun wir auch nicht und wir werden uns auch nicht jagen lassen, wie Sie es versuchen. Denn wir haben beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft eine ganz klare und deutliche Position und brauchen erst recht keine Belehrungen von der sogenannten Alternative. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Staatsbürgerschaft ist mehr als ein Bonbon, was man einfach mal so mitnimmt. Sie ist Ausdruck für mich der tiefen Verbundenheit in dem Land, in dem man lebt. Sie zeigt für mich die Verwurzelung in diese Gesellschaft und die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Man übernimmt mit ihr Verantwortung. Nach der prägnanten Formulierung von Joachim Gauck treten auch für Zugewanderte in unsere Verantwortungsgemeinschaft ein. Einfach einen Pass zu bekommen, damit man es bei der Einreise einfacher hat, das ist mit der Union nicht möglich. Die CDU und die Union hat mit dieser klaren und einfachen Position bereits 1999 die Wahl in Hessen gewonnen. Und auch auf dem Bundesparteitag der CDU haben wir uns eindeutig für die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft und die Einführung der Optionspflicht im Grundsatz ausgesprochen. Die Optionspflicht, wir kommen noch darum, die immer noch besteht, die Optionspflicht. Da war nämlich ein Fehler beim Kollegen Curio. Die Optionspflicht halte ich nämlich für eine sinnvolle Regelung für Menschen, die hier geboren sind und deren Eltern Ausländer sind. Sie sollen entscheiden, ob sie sich für das Land und die Gesellschaft der Eltern verantwortlich fühlen. Oder Sie können Verantwortung für unser Land übernehmen, indem Sie den deutschen Pass annehmen. Niemand kann aus meiner Sicht zwei Gesellschaften dienen. Immer wieder wird es Loyalitätskonflikte geben. Wer länger in unserem Land lebt, soll und darf sich auch zu diesem bekennen können. Die französischen Hugenotten zum Beispiel, die vor 200 Jahren einmal eingewandert sind, sind mittlerweile auch alle Deutsche geworden und haben sich zu unserem Land bekennt. Ich darf Ihnen vielleicht auch ein gelungenes Beispiel, liebe Kolleginnen und Kollegen, für einen solchen Integrationsprozess geben und wie wichtig es ist, dass man sich für eine Sache auch entscheidet. Shema Sukhdev Singh kam vor 10 Jahren mit seiner Frau als Inder in meine Heimatstadt. Er betreibt hier ein Restaurant, beschäftigt 4 bis 6 Angestellte und bezahlt gut und gerne Steuern sowie Sozialabgaben. Wir verstehen uns blendend und können vortrefflich natürlich über Politik streiten. Voller Stolz hat ihm er letzten September berichtet, dass er einen Einbürgerungstermin bekommen hat und am 28. September des letzten Jahres ist er deutscher Staatsbürger geworden. Als ich im Oktober ihn wieder besuchte, zeigte ihm er voller Freude seine Ausweise, die Einbürgerungsurkunde und auch den durchgestrichenen indischen Pass. Denn für ihn war klar, er möchte hier in Deutschland leben, ihm gefällt unsere Heimatstadt Torgau sehr und er lehnt deswegen die indische Staatsbürgerschaft ab und nahm voller Stolz die deutsche ab. Und zur Krönung, das darf ich vielleicht noch sagen hier, ist er sogar CDU-Mitglied geworden. Und aus dieser, ja, das ist ein Weg, ein Bekenntnis auch, dass man sich nicht nur formell zu einem Staat bekennt, sondern auch inhaltlich an diesem mittun möchte. Solche Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht es mehr, denn sie sind der Schlussstein einer erfolgreichen Integration und ein Bekenntnis zu unserem Land. Die CDU Sachsen schlussfolgert richtigerweise auf dem letzten Landesparteitag dazu. Die doppelte Staatsbürgerschaft hat sich als Integrationshindernis erwiesen. Deshalb lehnen wir es ab, dass Kinder ausländischer Eltern in Deutschland automatisch Deutsche werden. Der Optionszwang muss wieder gelten. Wer wirklich Deutscher werden will, braucht keine weitere Staatsbürgerschaft. Und nun können Sie sich ja fragen, warum stimmen wir dann der AfD nicht zu? Weil unsere Begründungen für die Ablehnung der doppelten Staatsbürgerschaft diametral unterschiedlich sind und einen Blick in die Gesetzesbegründung Ihres Antrages belegt das auch. Schon die Begriffswahl mit der unverhohlenen Herabschätzung von Nichtdeutschen im Text, Zitat, Fremdstaatler
und Zitat fremdkulturelle Personen genannt, zeigt ihr abermaliges Anliegen Abschottung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Ihr Text suggeriert ganz einfach, das Problem sind die Ausländer und für das Problem haben sie sogar einen Namen gefunden, die Türken. Dabei gibt es laut Statistik mindestens genauso viele russische wie türkische Doppelstaatler. Herr Kollege Wendt, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Wir verschließen uns den Debatten nicht und deswegen lasse ich Sie zu. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie sagen ja gerade, dass Sie uns in der Sache schon zustimmen. Jetzt gucken ja hier auch eine ganze Menge Bürger zu. Können die jetzt für sich mit nach Hause nehmen, dass Sie hier so Politik machen, dass Sie Dinge nicht nach Ihrem Inhalt und nach der Wirkung, die Sie entfalten, beurteilen, sondern nur danach, von wem Sie kommen? Herr Kollege, wenn Sie mir richtig zugehört hätten, habe ich mich sehr inhaltlich mit Ihren Argumenten auseinandergesetzt, mit Ihrer Gesetzesbegründung. Ich habe ja nicht gesagt, ich lehne es ab, weil es von Ihnen kommt. Nein, ich habe Ihnen das beschrieben und wir werden gleich sogar noch weiteres von mir hören, warum wir das inhaltlich ganz konkret ablehnen. Und von daher ist da auch kein Problem von mir und auch kein, ich sage mal so, riecht da kein Konflikt. Und ich werde sogar noch gleich erläutern, warum aktuell die Optionspflicht ja weiter besteht. Wenn Sie sich auch mal inhaltlich mit den Gesetzen dieses Landes tiefer auseinandersetzen würden und nicht pauschal in Überschriften und Buzzwords denken würden. Wir waren ja bei dem Punkt der statistischen Daten. Es gibt in Deutschland genauso viele türkische wie russische Doppelstaatler. Aber das verschweigen Sie einfach. Warum? Weil dann müssten Sie ja die Russen als fremdstaatliche, nicht aufgeklärte Lebenskultur bezeichnen, so wie Sie es mit den Türken in Ihrem Antrag machen. Und diese Doppelmoral, der kann man nicht zustimmen. Für die Union hat eine Staatsbürgerschaft vor allen Dingen auch etwas mit Stolz, mit Verantwortung und Werten zu tun. Aber diese Worte, die kommen gar nicht vor. Sie sind nur vom Negativen geprägt und es liegt auf der Hand, dass sie nur von der Hand des Hasses geführt wurde, die Hand, die diesen Gesetzentwurf geschrieben hat. Und wenn Sie sich noch einen Blick mal in das aktuelle Ausländerrecht begeben würden, dann würden Sie feststellen, dass die Optionspflicht im Grundsatz eingeführt bleibt. Denn es kann nur der seinen doppelten Pass erhalten, der sich hier integriert hat. Dafür haben wir ganz harte Faktoren definiert, die sich an der Dauer des Aufenthaltes definieren, am Spracherwerb, auch am Stand der Ausbildung. Also grundsätzlich muss man sich entscheiden, außer man hat gewisse Ausnahmetatbestände erfüllt, die ein Bekenntnis oder die davon zeugen, dass man ein Bekenntnis abgelegt hat zu diesem Land, auch zu diesen Werten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf abschließend noch mal für die Unionsfraktion noch feststellen, wir sind grundsätzlich für die Beibehaltung der Optionspflicht bis zum 23. Lebensjahr. Sie ist für uns eine Kernforderung und wir werden auch immer daran arbeiten, dass die deutsche Staatsbürgerschaft weiterhin ein Wert von Freiheit, Stolz und Verantwortung ist und die Bürgerinnen und Bürger sich dahinter auch versammeln können. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Hartmann von der SPD-Fraktion.